Also Sylvie Nanscher heiße ich, in Kamerun geboren. Ich lebe in Deutschland seit 92. Ich bin Politikerin und bin halt eine Freiburgerin. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich esse oft hier am Seepark. Ich bin Jermaine Raffington. In meiner Jugend wurde ich oft damit konfrontiert, dass mir Leute abgesprochen haben, deutsch zu sein, nur aufgrund meiner Hautfarbe. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin auf eine Reise gegangen, um herauszufinden, warum diese Denkweise in vielen Teilen der Gesellschaft noch immer besteht. Ich habe schwarze Deutsche getroffen, mich mit ihnen über ihr Leben in Deutschland unterhalten und erfahren, was deutsche Identität für sie bedeutet. Meine Reise führt mich heute nach Freiburg. Hier treffe ich Dr. Sylvie Nanscher, die mir über ihre Anfänge in der deutschen Politik erzählt. In meinem Fall ist es so, dass ich die erste CDU-Stadträtin mit afrikanischer Herkunft bin. Das war sehr schwierig, weil nicht nur aufgrund meiner Hautfarbe, sondern weil ich bin Mutter von drei Kindern. Ich bin ein Mensch mit afrikanischer Herkunft. Ich habe einen Doktortitel, ich bin eine Frau. Das sind schon mal 4, 5 Kriterien, die mich zu Exotin machen. Das war too much, das war zu viel für viele Leute am Anfang. Das ist noch etwas. Das erste Mal, als ich in den Landesvorstand der CDU kandidiert habe, gab es lauter Minister, die mich angerufen haben, um mich davon abzuraten, zu kandidieren. Und ich saß in diesem Raum mit 2000 Menschen allein an einem Tisch und ich wusste, diese Menschen wollen mich gar nicht. Trotz dieses politischen Gegenwindes machte sie innerhalb und außerhalb der Partei Karriere. Doch auch dies sollte sie nicht vor weiteren Anfeindungen bewahren. Also ich habe sehr viele Neider gehabt und viele, die gegen mich gearbeitet haben und die mich auch fast entmutigt hätten. Und ich habe sehr viele Drohbriefe bekommen und es wurden auch im Internet Petitionen gestartet nach dem Motto, Frau Nanscher muss weg, sie muss heim, ansonsten werde ich eine Kugel bekommen. Ich war im engen Kontakt mit der Polizei jeden Tag. Ich wurde fast 2 Monate lang von der Polizei auch begleitet und meine Kinder auch durften auch nicht mehr draußen spielen, auf der Wiese oder so. Es war natürlich total schwierig für mich. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Abstand habe ich dann gesagt, ich fühle mich hier zu Hause, ich habe mich für hier entschieden und niemand darf diese Macht über mein Leben haben. Aber ich habe mich da nicht entmutigen lassen. Ich hatte auch sehr viele Menschen, die mich unterstützt haben, die mir gesagt haben, du musst dich auf deinen Job konzentrieren und weitermachen. Und was du tust, ist nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder, für die nächste Generation. Und das war eigentlich mein Ziel, dass es zur Normalität wird, dass ein Mensch mit afrikanischer Herkunft in der Politik unterwegs ist. Damit zeigt sich, dass viel sich bewegt hier in Deutschland und dass die Menschen mit afrikanischer Herkunft und andere Menschen auch gute Chancen haben, auch im Bereich der Politik weiterzukommen. Und mir war auch klar, wenn ich jetzt aufgebe, dann werde ich für die jungen Menschen eigentlich kein Vorbild mehr sein, ja? Weil das Leben ist doch nicht nur einfach. Hattest du Vorbilder, die dich in die Politik getrieben haben zum Beispiel? Also es gibt je nach Phasen unterschiedliche Menschen, die mich beeinflusst haben, die mich inspiriert haben. Als ich damals 2009 gewählt worden bin, das war zunächst mal Obama. Damals war ich auch in den USA, habe alle mitverfolgt und es hat mich natürlich sehr motiviert. Und er hat mich sehr inspiriert am Anfang, wo ich gemerkt habe, alles ist möglich. Ja? Ich kann verstehen, warum Leute Sylvie wählen. Ihre sprudelnde Persönlichkeit lässt selbst mich mit dem bis dahin total unbekannten Gedanken konfrontiert werden, bei der nächsten Wahl mein Kreuz bei der CDU zu setzen. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken im Hause Nanscher treffe ich Freunde und Familie von Sylvie. Während wir bei Streuselkuchen und Krapfen unter dem Jesuskreuz essen, lerne ich die typische Freiburger Gastfreundschaft kennen. Doch Sylvies Anfänge in dieser Stadt waren weniger warm. Als junge Studentin eine Bleibe zu finden, gestaltete sich eher schwierig. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, mit der letzten Vermieterin, ja, muss da ziemlich heftig gestritten, weil ich gesagt habe, sie haben noch vor einer Stunde gesagt, dass das Zimmer frei ist. Ja, aber hat noch jemand angerufen und so. Aber ich wusste ganz genau, das stimmt gar nicht. Und ich habe überall angerufen und gefragt und es hieß, sie können nicht hier eine Nacht länger bleiben. Und ich wusste aber nicht, wo ich übernachten werde. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ah, da ist eine Kirche in der Nähe. Vielleicht muss ich hingehen und fragen, ob sie vielleicht eine Möglichkeit haben. Und dann habe ich ein Zimmer in einem Kloster bekommen. Und da habe ich ein Jahr lang gelebt im Kloster.
Und nach dieser Erfahrung ist mir klar geworden, dass ich anders aussehe und dass es auch so wahrgenommen wird und dass ich aufgrund meines Andersseins nicht unbedingt hier akzeptiert bin. Ich habe solche Erfahrungen immer wieder gemacht und da war ich sehr betroffen, weil ich auch genau festgestellt habe, dass ich als minderwertig wahrgenommen werde. Und viel habe ich mich auch so gefühlt. Religion ist offensichtlich eine treibende Kraft in ihrem persönlichen und gesellschaftlichen Leben. Also ich denke, ohne meinen Glaube hätte ich das überhaupt nicht überstanden. So muss man das sagen, weil ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Gott alle Menschen erschaffen hat und dass Menschen gleich sind. Und einfach dieser Grundgedanke hat mich in allen Situationen gestärkt. Ich bin ein Geschöpf Gottes, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Und es gibt kein Geschöpf, der mehr Wert hat als einen anderen. Von daher kann ich mich immer wieder auf diesen Grundsatz berufen und das stärkt mich in meinem Glauben. Dieser christliche Gedanke der Gleichheit spiegelt sich auch in ihrer Meinung darüber, was Deutschsein bedeutet und welche Probleme vor allem junge Deutsche mit ausländischen Wurzeln noch immer haben. Viele sind hier in Deutschland geboren, viele wachsen hier auf. Sie haben die gleichen Chancen wie anderen, auch wenn sie strukturell an Schulen oder in der Gesellschaft diskriminiert werden, sollen sich von dieser Diskriminierung nicht unterkriegen lassen. Aber ich halte nichts davon, wenn man nur mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Man muss mit Gleichgesinnten unterwegs sein, um einfach die Erfahrung zu machen, ich bin nicht allein. Es sind noch andere Menschen unterwegs hier in Deutschland und in Freiburg, die genauso aussehen wie ich, die vielleicht die gleichen Erfahrungen wie ich machen, die sich auch hier zu Hause fühlen. Auf der anderen Seite ist einfach wichtig auch, dass man mit Bio-Deutschen Anführungszeichen unterwegs ist, ja, weil letztendlich ist es so, dass man in dieser Gesellschaft lebt und man sollte nicht außerhalb der Gesellschaft leben. Die Menschen, die rassistisch mit dir umgehen, haben ein Problem. Du bist nicht das Problem, sie sind das Problem. Also diese Perspektiven wechseln. Und ich denke, wenn man es schafft, diese Perspektiven wechseln zu haben, dann kann man auch lockerer mit der Situation umgehen. Also Deutschland schließt auf keinen Fall eine andere kulturelle Identität aus. Also es ist egal eigentlich, welche Hautfarbe ich habe. Hauptsache, ich bin ein Mensch und was mich ausmacht, ist eigentlich nicht meine Hautfarbe, sondern mein Hintergrund, meine Geschichte, meine Kultur. Also ich sehe mich als Deutsche mit einem kamerunischen Herzen. Ich bin Sylvie Nantscher und ich bin Deutsch.